So, Horst. Und du machst doch wirklich alles, was unsere Gäste verlangen, hä? Ja. Die Wochenshow. Die witzigsten Nachrichten der Welt. Mit Ingolf Lück. Anke Engelke. Marco Riemer. Und Bastian Pastewka. Die Wochenshow. Die witzigsten Nachrichten der Welt. Ganz herzlich willkommen zur 50. Ausgabe der Wochenshow. Mein Name ist Ingolf Lück und das sind unsere Themen. Dirigentenwahnsinn, auch Gotthilf Fischer tickt durch. Übermütig, Ferrari-Mechaniker freuen sich über gelungenen Boxenstopp. Und volljährig, Norbert Blüms Sohn feiert ausgelassen. Die Themen der Woche. In Leipzig fand in dieser Woche der CDU-Parteitag statt. Nach der Jahrhundertflut an der Oder in diesem Jahr schon die zweite Naturkatastrophe für die neuen Länder. Der Parteivorsitzende Helmut Kohl reiste standesgemäß in seinem Privathubschrauber an. Also können Sie nicht ein bisschen näher parken? Ich schwitze wie ein Schwein. Selbstverständlich, Herr Kanzler, ich werde den Wagen gleich umstellen. Also. Eine besondere Ehre erwies dem Kanzler ein Leipziger Avantgarde-Künstler. Er überreichte Kohl seine handgefertigte Skulptur Hommage an den Saumagen. Ist das aber schwer. Nein, die ist aus Styropor. Styropor? Mhm. Da war zu klein erwischt. Wenn ich sage, das ist schwer, dann ist das schwer. Kapiert? Der Höhepunkt des Parteitages aber war ohne Zweifel eine eigens auf den Kanzler der Einheit abgestimmte Tanzrevue. Das Höschen muss man auch stehen. Paris, meine Damen und Herren, steht zurzeit wieder ganz im Zeichen der Mode. Topmodels präsentieren Prêt-à-porter, was auf Deutsch so viel bedeutet wie Spitzenbräute zeigen Fummel von der Stange. Eine der ganz Großen ist Naomi Campbell. Sie stand der Wochenshow Rede und Antwort. Totale Frechheit! Mensch, jetzt helft mir doch mal! Hallo, helfen! Oh! Geht doch, ihr Penner! Ah, da ist sie ja! Hallo Naomi, zuerst einmal Respekt. Sie haben einen ziemlich fetten, dicken Arsch bekommen, wie? Und dazu noch ein Pfannkuchengesicht. Ist Ihre Zeit wohl abgelaufen, hä? Hey, ich habe ja nur eine Frage gestellt. Was soll das? Heul, Suse, heul, Suse. Und nun zu unserer Top-Story. In Frankfurt findet zurzeit die internationale Buchmesse statt. Verleger aus aller Welt stellen dort schon jetzt die Bücher vor, die nach Weihnachten ungelesen ins Bücherregal wandern. Wir haben für Sie die Geschichte des gedruckten Wortes zusammengefasst. Die Frankfurter Buchmesse, das Mekka für Leseratten. Doch wie hat eigentlich alles angefangen? Seinen Ursprung hat der Buchdruck im fernen Osten, wo dicke Japaner zunächst auf Holzplatten druckten. Später erfanden dann dünne Chinesen den Kugelschreiber und 200 Jahre später das Papier. Erst die findige Buchstabenverkäuferin Maren Gutenberg-Gilzer brachte die beweglichen Lettern nach Deutschland. Doch die Deutschen benutzten das bedruckte Papier anfangs nur, um die gute Stube zu heizen, kahle Stellen auf dem Kopf zu bedecken oder für andere Kindereien. Erst die Frankfurter Buchmesse machte aus den Deutschen echte Bücherwürmer. So stand die Veranstaltung in diesem Jahr unter dem Motto, jeder Depp kann lesen. Aufsehen erregten vor allem Neuerscheinungen wie Verona Feldbuschs Lexikon der dummen Fragen und Alfred Ali Biolex Mammutwerk 1 Million Rezepte mit Schweinefleisch. Nur Dr. Helmut Kohl bekam sein Erstlingswerk Schaut, wie der Osten blüht, wegen inhaltlicher Mängel und Wurstflecken wieder zurück. Für den krönenden Abschluss sagte schließlich Salman Rushdie, der im Messeturm sein Buch noch mehr satanische Verse vorstellte.
Actionfilme sind in Deutschland beliebter denn je. Nach Speed 2, Man in Black und Ballermann 6 kommt jetzt ein neuer Actionstreifen in die Kinos. Ein nervenzerfetzender Thriller über den gnadenlosen Machtkampf zwischen Regierung und Opposition. Sie waren immer Gegner, doch plötzlich sind beide nicht mehr die, die sie mal waren. Ein packender Thriller, der die Grenzen zwischen Schein und Sein verwischt. Hoppla. Was ist los mit mir, Alter? Karl, warum red ich denn so langsam? Rudolf Scharping, Helmut Kohl. Im Körper des Feindes. Jetzt im Kino. Am Freitag wurde in Berlin der Vogel des Jahres gewählt. Es siegte der Jäger 90. Ja, unser Top-Reporter Horst Lemminger meldet sich nun aus einem Wald im emsländischen Haselünne. Dort wurden 15 extrem seltene und extrem laute Vogelarten entdeckt. Hallo Horst! Hallo Ingolf. An besonders schönen Tagen ist der Himmel so klar aus blauem Porzellan. Horst, es tut mir leid, aber ja, wir können dich hier nicht verstehen. Und in Federwölkchen gleichen weiß gezeichneten Küstenseiten, wie dieser erscheinen darf. Ja, ich bin Förster und das hier ist mein Areal. Horst, wir können dich nicht verstehen, es ist zu laut. Vater ruft direkt verwegen, Wetter ab zum Eierlegen. Ja, ich bin Förster und das hier ist mein Areal. Horst, das hat keinen Zweck, es ist ein Höllenlärm bei euch. So, Ingolf, ich nehme an, du kannst mich jetzt verstehen. Ja, Horst, jetzt kann ich... Also, in diesem Waldstück bei Haselünne wurden erst kürzlich auf einen Schlag 15 extrem laute Vogelarten entdeckt, die für ausgestorben gehalten wurden. Kann es sein, dass du gerade alle Vögel... Das kann doch nicht wahr sein, dass wir hier die seltenen Vogelarten weggeschossen haben. Ich würde mal vorschlagen, dass wir diesen seltenen Vogelarten mal zuhören, den Vogelgesängen etwas lauschen. Mörder! Horst, ist es möglich, dass die eigentliche Sensation darin besteht, dass gerade eben 15 extrem laute Vogelarten mit einem Schlag ausgerottet wurden? Ja, möglicherweise. Ich beende meine Reportage und komme bald zurück in die Wochenshow. Ich mach dich fertig! Das ist auch ein Stück. Das war's von unserem Top-Reporter Horst Lemminger, der sich in der nächsten Woche live aus Los Angeles melden wird. Oder auch nicht. Und nun der Nachrichtenüberblick mit unserem Schuss Anke Engelke. Der Nachrichtenüberblick. Bonn. Im Vorfeld der Bundestagswahl versucht die SPD vor allem junge Wähler zu gewinnen. Unter der Leitung von Sozialexperte Rudolf Dressler fand deshalb eine Fragestunde für Jugendliche statt. Ich habe mal eine Frage hier. Wie ist das bei euch in der Partei so mit Tattoos, ne, und Piercing und so Geschichten? Ist das erlaubt oder macht ihr das in der Partei nicht? Wir werden diesen Schwachsinn nicht mitmachen. So weit kommt das. Ja, okay. Mann, ja. Washington. US-Präsident Bill Clinton empfing am Donnerstag den japanischen Ministerpräsidenten Hashimoto. Dabei unterstrich Clinton eindrucksvoll den Führungsanspruch der Vereinigten Staaten. Look, da hinten ist Pearl Harbor. München. Der Liedermacher Konstantin Wecker befindet sich nach seiner Verurteilung wegen Drogenbesitzes im offenen Strafvollzug. Dies wurde ihm jedoch nur unter schwerwiegenden Auflagen gewährt. London. Popstar Phil Collins feiert auf seiner Europatournee große Erfolge. Allerdings machen ihm die ausgeklügelten Sicherheitsvorkehrungen bei seinen Konzerten schwer zu schaffen. Mann, Mann, hier, manche Leute stellen sich echt selten dämlich an. So. Hagen, der Zentralverband des Deutschen Handwerks, empfiehlt, Sanitärinstallationen vor dem ersten Frost kontrollieren zu lassen. Gerade in Altbauten gäbe es im Winter häufig Probleme. Also Vater, wie der Gottschalk da im Fernsehen die Gummibärchen in sich reinstoppt, das finde ich widerlich.
Flips sind viel leckerer. Flips, Flips, Flips. Pass du mal lieber auf, dass du nicht ausflippst. Sag mal, Vater, hattest du eigentlich heute Morgen das Wasser ausgestellt in der Waschküche? Ja, sicher. Was, das Wasser? Mhm. Die muss ich noch. Ja, aber dann ganz schnell jetzt. Na gut, kehr. Vater, und sag Bescheid, wenn was ist, ne? Mhm. Was ist denn? Sag mal, Mutter, wo ist eigentlich das Schlauchboot? Das hattest du den Herbert doch geliehen. Warum? Nur so. Das war der Nachrichtenüberblick. Zurück zu mir. Danke. Anke. Am Donnerstag endete in Köln die Nahrungs- und Genussmittelmesse Anuga. Ausgehungerte Besucher aus aller Welt begeisterten sich vor allem für die essbare Unterwäsche der Hostessen. Die eigentliche Sensation war jedoch ein völlig neuartiger Recycling-Snack. In unserem Hause gibt es seit jeher eine goldene Regel, wir werfen nichts weg. Erlesene Speisen und feinste Kreationen wandern oft unangetastet zurück in die Küche. Wir im Pommespalast zaubern daraus ein delikates Dessert. Eine leichte und belebende Nachspeise. Pommelettes, das Beste aus Pommes, Omelettes und Kotelett. Ein Erfolgsrezept, das unsere Gäste zu schätzen wissen. Pommelettes, ein Hauch Fettes. Und nun kommen wir zur Presseshow. Die Presseshow wird Ihnen präsentiert von Eier abschrecken, dem Magazin für den Eierfreund. Guten Abend. Ja, meine Damen und Herren, das Thema dieser Woche war ohne Zweifel der CDU-Parteitag in Leipzig. Stimmt, Ingolf. Und die große Überraschung, Helmut Kohl will bis 2002 Kanzler bleiben. Danach will er sich zur Ruhe setzen. Tja, aber was sagt eigentlich Rudolf Scharping zu Kohls Plänen, Ingolf? Oh, er sagt noch nichts, aber bis 2002 will er seine Bedenken formuliert haben. Meine Damen und Herren, die Rolling Stones denken ja ebenfalls noch nicht ans Aufhören. Gitarrist Keith Richards behauptet, dass ihm bei Konzerten immer noch Slips zufliegen. Toll, das finde ich richtig toll. Und zwar zusammen mit Bruchbändern, Thrombosestrümpfen und Stützkorsetts. Naja, eine Nachricht, die Stones auch sicherlich interessieren wird. Die Grünen wollen für Altenheime ein Gütesiegel einführen. Und wie soll das heißen? Grauer Star. Naja, noch etwas zum Thema Altersschwäche nach Schlaganfall. Amerikanerin sprach Chinesisch. Oh, und wie haben die Angehörigen reagiert? Süß-sauer. Und jetzt, meine Damen und Herren, eine Verkehrsmeldung. Der Erfinder des Gameboy ist tot. Er wurde überfahren. Komisch, ich dachte, er hatte noch zwei Leben. Ähnlich gefährlich geht's in Frisiersalons zu. Ein Friseur darf nicht mehr Haare schneiden, weil er dabei immer so zittert. Mhm. Dafür rasiert er jetzt zum halben Preis. Eine günstige Alternative. Naja, meine Damen und Herren, gefährlich leben aber auch Mobilfunkbenutzer. Hier, Handy gezogen, erschossen. Das Opfer wurde in seiner Mailbox bestattet. Und was ist mit dem Täter? Der ist schnurlos verschwunden. Das war die Presseshow. Die Presseshow wurde Ihnen präsentiert von Eier abschrecken. Jetzt neu mit einer Uhr. Deutschland hat die meisten Single-Haushalte in Europa. Um die Einsamkeit zu besiegen, besuchen die Betroffenen Seminare, Volkshochschulkurse oder Bordelle. Nicht immer mit dem gewünschten Erfolg. Was Sie in diesem Fall tun können, verrät Ihnen nun unser Verbrauchermagazin. Ihr gutes Recht. Schönen guten Abend und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Ihr gutes Recht. Wie immer mit mir im Studio unser Rechtsexperte Dr. Hugo Bossi. Hallo. Hi. Bevor ich Sie mit unserem heutigen Thema vertraut mache, noch ein paar Worte in eigener Sache. Klaus, ich hatte noch nie einen richtigen Orgasmus mit dir. Nie. Dieses ganze... Alles nie gespielt. So, und nun zu unserem ersten Studiogast, meine Damen und Herren. Ich begrüße Herrn Gerhard Ohlendorf aus Gittelde. Guten Abend, Frau Müller-Grebes. Herr Ohlendorf war vor zwei Wochen, ich sag das jetzt mal einfach so, im Puff. Und dort hat er, ich sag das jetzt mal einfach so, vielleicht sagen Sie es am besten selber. Ja, also erstmal habe ich
Vorher auch etwas getrunken und war dann auch sehr nervös. Es war sehr warm. Und außerdem war die Umgebung für mich sehr fremd. Und da habe ich... Da haben Sie keinen hochgekriegt. Ich sag das jetzt mal einfach so lax. Uns läuft die Sendezeit davon. Ja, und nun will der Herr Ohlendorf sein Geld zurückhaben. Herr Dr. Bossi, sowas passiert doch sicher häufiger. Also mir nicht. Ich weiß. Ich meine, an sich wollte ich natürlich wissen, was kann denn Herr Ohlendorf jetzt genau tun? Frische Luft, Obst, Austern sollen ja auch helfen, Spargel. Herr Dr. Bossi, rechtlich. Ich meine, was kann Herr Ohlendorf jetzt rechtlich tun? Nichts. Ich verstehe. Wir haben selbstverständlich auch die Gegenseite eingeladen, die Nutte. Ich sag das jetzt mal einfach so. Chantal, aber sie konnte leider nicht kommen. Das kenne ich gut. Aber wir haben ja Ihre Telefonnummer, die Sie Herrn Ohlendorf freundlicherweise hinterlassen hat. Und ich werde jetzt, ich sag das mal einfach so, dort anrufen. 0190. 3 mal die 96. 332, 332. Ja, ich grüße Sie. Hallo, mein Name ist Müller-Grebes. Ich würde gerne mit Chantal. Heiße Mädels am Draht. Ich verstehe. Ja, ich drücke die 1. Französisch? Je veux parler avec Chantal. Ach, das nur Frau. Ich denke, ich gehe der Sache auf den Grund. Französisch bitte einmal die 3, ja? Ja, Herr Ohlendorf, Sie haben es ja gehört, rechtlich ist für Sie nichts mehr zu machen. Was wollen Sie denn jetzt tun? Natürlich so. Ich würde mich gerne kurz rüber zu Herrn Dr. Bossi stellen, wenn Sie nichts dagegen haben. Wir haben nun noch etwas Zeit und deswegen kommen wir zur Zuschauerpost. Wissen Sie, wenn man so wie ich vom Land kommt, hat man gar keine Ahnung, wie das so genau funktioniert. Die 2, die 3 und die 6. Unglaublich. Ja, dann passiert was ganz, ganz Unglaubliches. So, Herr Dr. Bossi, vielleicht noch ein Schlusswort. Du machst mich ganz geil. Herr Ohlendorf? Mich auch. Toll. Liebe Zuschauer, Sie sehen, einmal mehr konnte Ihr gutes Recht helfen. Mir bleibt nur noch zu sagen, wir sehen uns wieder bei der nächsten Ausgabe. Auf Wiedersehen.